In Meteoritendünnschliffen, in Backscatter, Elektronenbildern wie diesem hier sind CRIs optisch den Kontren sehr ähnlich. Also hier unten ist zum Beispiel eine Kontre, das ist eine Kontre, hier ist eine Kontre. Und das hier oben ist dann ein CRI. Wie gesagt, das sieht zunächst mal relativ ähnlich aus wie Kontren. CRIs können auch die gleiche Größe haben, der ist jetzt etwas größer. Was aber oftmals, nicht immer, auffällig ist, ist die eher unrunde und unregelmäßige Form von CRIs. Auch hier, das wird ein CRI sein, der auch eine sehr unregelmäßige Form hat. Das ist ein sehr typisches Auftreten von CRIs. Hier ist jetzt mal so ein sehr unregelmäßiger CRI gezeigt und ein Grund dafür, warum die so unregelmäßig sind, ist, weil diese CRIs kondensiert sind direkt aus der solaren protoplanetaren Scheibe, aus dem solaren Nebel. Und der Grund dafür, dass man es weiß, kommt genau aus dieser unregelmäßigen Struktur einmal. Das kann bei der Kondensation passieren, aber noch viel auffälliger und typischer ist diese Zonierung der CRIs von innen nach außen. Also das hier ist hier innen drin, sind alles Calcium-Aluminium-reiche Minerale. Das kann alles möglich sein, von Hibonit, Perovskit, Galenit, Ackermannit, Spinel, vielleicht sogar ein bisschen Korund und so weiter. Und nach außen gibt es dann hier eine Zonierung, die kann man hier so erkennen. Gibt es immer wieder unterschiedliche Zonen bis nach außen. Und die Minerale in diesen Zonen folgen jetzt hier links auf diesem Bild der Kondensationsabfolge der Minerale. Also man findet von innen nach außen, Korund ist jetzt nicht so häufig, kann man vielleicht selber mal finden, aber dann sowas wie Hibonit, Perovskit, Galenit, Spinel, Ackermannit und dann ganz außen ab und zu auch mal noch ein bisschen weitere Enzatit, Diopsid, hauptsächlich also die Calcium-Variante. Und diese Abfolge wurde 1977 zum ersten Mal von Walk und Lovering beschrieben und deshalb heißen die auch Walk-Lovering-Rims oder eben Ränder. Und aus diesen Rändern und dieser Mineralabfolge schließt man, dass es kondensiert ist. Wie gesagt, auch nur das Zusätzliche. Und deshalb haben die oftmals diese Form. Trotzdem können CRIs auch manchmal rund sein. Also ein runder CRI, der hat vielleicht sowas wie 200 Mikrometer Durchmesser. Und hier kann man auch das Skelettwachstum sehen. Das hier ist, glaube ich, Spinel in einer anderen Calcium-Aluminium-reichen Phase. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, welche das ist. Und das bedeutet, dass hier das Ganze sehr schnell in dieser Calcium-Aluminium-reichen Phase auskristallisiert ist. Also ähnliche Kondren und möglicherweise sind es auch CRIs, die während der Kondrenbildung nochmal aufgeschmolzen wurden. CRIs sind ja ganz am Anfang entstanden, sind Punkt Null in unserem Sonnensystem. Kondren vielleicht sowas wie 2 Millionen Jahre später. Das heißt, diese CRIs haben sich vielleicht auch hier bei T0 gebildet und wurden dann zusammen mit den Kondren hier hinten nochmal aufgeheizt und auch sehr schnell abgekühlt. Und deshalb haben sie hier diese skelettartige Struktur. Die Mineralogie der CRIs wird auch genutzt, um sie ein bisschen zu klassifizieren. Zum Beispiel, gibt natürlich verschiedene Arten, auch die seltenen Erden und so weiter. Aber auch in so einem ternären Diagramm, wo hier oben Mellilit ist. Das hat eine Formel von Calcium, Natrium 2, Magnesium, Aluminium und dann Si2O7, also ein Silikat. Hier unten ist Fassait. Fassait ist ein aluminiumhaltiger Pyroxen. Und hier sind alle anderen Minerale, die werden zusammengefasst. Und dann kann man die drei Gruppen einteilen. Hier werden gemacht einmal A, die liegen hier oben, also sehr mellitreich. Dann gibt es welche, die sind relativ in der Mitte, das ist Typ B. Und gibt es noch C, die liegen dann hier als eine Möglichkeit der Klassifikation von CRI-Typen. Also dieses A, B, C findet man sehr häufig. Dann gibt es auch sehr häufig, dass man die einteilt in feinkörnig oder fein grained, das sind dann immer die FG-CRIs, dann gibt es auch natürlich entsprechend die coarse-grained CRIs, dann gibt es auch noch solche wie kompakt. Es gibt wirklich tatsächlich extrem viele unterschiedliche CRI-Typen, da kann man sehr vielen verschiedenen begegnen hier.
Und das ist erstmal, wie CRIs aussehen, warum sie so aussehen, wie sie entstanden sind und wie man sie hier erstmal entsprechende Mineralogie einteilen kann.